Mit der Nationalmannschaft kommen wir manchmal mehrmals pro Jahr ins Engadin. Und das Ziel ist da, noch die letzten Prozent zu mobilisieren, zu holen. Sei das für einen Zielwettkampf, der ebenfalls in der Höhe stattfindet. Oder aber auch, um einen Wettkampf im Flachland vorzubereiten, mit einem Höhentrainingslager, wo wir uns dann auf dem Bernina vorbereiten. Ich bin Nationaltrainer der Schweizer Mountainbike-Nationalmannschaft der Herren. Wir sind aktuell in der Vorbereitung für die Weltmeisterschaft in Val Nord und ich bin mit der finalen Selektion hier. Das ist mit 6 von 7 Athleten. Bei Austauschsportarten, wo die aerobe Leistungsfähigkeit entscheidend ist, probiert man, die Sauerstofftransportkapazität im Blut zu erhöhen. In der Höhe haben wir ein reduziertes Sauerstoffangebot. Und das führt dazu, dass der Körper die Blutbildung stimuliert. Das heisst, mehr rote Blutkörperchen, mehr Hämoglobin produziert und somit auch die Sauerstofftransportkapazität im Blut erhöht, was zu einer höheren maximalen Sauerstoffaufnahmefähigkeit und somit zu einer höheren Leistung führt. Selbst all diesen funktionellen Aspekten, die uns hier ins Engadin bringen, ist natürlich einfach auch die malerische Kulisse, die einmalig ist und wo das Trainingslager fast schon wie Freizeit erscheinen lässt.